Hey Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Tooie, die Challenge 5 Honigschwaben. Ja, im letzten Part haben wir hier eine Dynamitschlacht gemacht und haben hier jetzt das Puzzle-Do. Das Puzzle-Do. Fängt schon gut an mit dem Part. Ja. Und dann gucken wir jetzt mal weiter. Haben wir da drin auch noch so einen Felsen gehabt? Nee. Ja. Was müssen wir denn jetzt eigentlich großartig noch machen? Ich weiß gar nicht. Also, ja, natürlich, Mumbo und Humba Bumba. Ich glaube, wir gehen erstmal zu Humba Bumba, oder? Ja. Und lassen uns jetzt erstmal verwandeln. Hier sind wir noch eine Warpplatte drin. Ich weiß auch nicht warum. Hallo? Achso, ich muss das Ding natürlich stellen noch eben. Du Happen Kloppo, wollen es Humba geben? Ja, leider. Natürlich, blablabla, ja. Sollen wir mal das Gleiche? Super, fertig, spring in den Bumba-Becken. Der springt doch gerne rein. Nee, eigentlich nicht. Die Verwandlungen sind nicht wirklich groß. Was ist das denn? Großartig. Bumba, das nennen Detonator. Du linken Stick betätigen, um zu bewegen dich. Und du drücken X, um selbst auszuführen. Selbstbeschleunigung, was? Au! Selbstzerstörung, natürlich. Gut, das sollte man allerdings nur im Notfall machen. Hier muss man das halt jetzt auch drücken. Ah, der geht von selbst dahin und drückt das dann. Bam! Wunderbar. Dann müssen wir am Anfang zurück. Da war ja auch noch sowas. Das heißt, ich teleportiere mich mal ganz kurz, obwohl der Anfang eigentlich da hinten ist. Da kann ich so hinschwimmen. Ja, das Ding kann auch schwimmen. Komm, springen geht schneller. Ja, Freunde. In HD natürlich alles. Tut mir leid, wenn der Part ein bisschen verspätet kommt. Verspätung herrscht, aber das ist ja bei den anderen auch so. Komm hoch da, komm hoch da. Da haben wir diese Kiste, haben wir ja schon gesehen. Da komm schon. Und bam. Okay, die bewegt sich schon von selbst. Irgendein Planet ist da drauf. Jetzt bleibt das Ding da auch noch stehen, weil der andere Eingang nämlich auch zu ist. Obwohl da eigentlich Licht ist. Das können wir erst in Welt 3 öffnen. So, wo ist hier noch so ein Ding? Bei Mumbo, oder? In irgendeinem Höhleneingang auf jeden Fall auch noch. Oder im Schredderschuppen. Das Ding ist da hinten, da porte ich mich jetzt allerdings hin. Ich hoffe, ich habe da das Ding schon aktiviert, genau vor dem Schredderschuppen. Auch da hinten. Wunderbar, ist das? Ich glaube, hier können wir noch gar nicht rein, oder? Hier steht doch irgend so ein Haus. Genau, Danger. Und bumm. Genau dieser komische Höhleneingang hier. Wir laufen einfach wieder weg. Ich könnte die ganze Zeit hier nur singen. Wo ist denn noch so ein Ding gewesen? Da hinten nicht. Bei Bumbo? War da noch so ein Ding? Ich weiß nicht. Oder hätte ich da jetzt... aber auf jeden Fall in der Höhle war was, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich diesen Eingang freibohren musste oder ob das der andere Eingang war. Wenn es der andere Eingang war, haben wir Glück. Dann können wir uns nämlich hier in der Nähe vom Bahnhof teleportieren. Und in diesen Mineneingang 3 hier gehen.
kann natürlich auch sein, dass es im Mineneingang 2 war. Oder 1, ich weiß nicht. Und. Ne, hier nicht. Verdammt. Und natürlich war es der andere Eingang. Wo wir jetzt natürlich nicht reinkommen. Gut, aber ich glaube, das war's dann hier. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt noch eins war, aber ich glaube schon, oder? Oder war das alles? Ich weiß nicht. Wir teleportieren uns jetzt einfach mal zurück. Nein, nein! nee, wir verwandeln uns zurück, Mensch. Name, Umnaka! Ach nee, das war ein Banjo-Kazooie. Falsches Spiel. Nee, ich muss jetzt zu Mumbo laufen. Mumbo? Da. Also kriegst du mich nicht? Nein, nein, nein. Och, verdammt, ich wollte springen. Halt dich fest, Banjo. Ja. Da sind noch Noten. Mineneingang 2 ist es. So, aktivieren wir hier den Porter. Und da ist Mumbo. Irgendwie sieht das Ding jetzt viel kleiner aus als im anderen Teil. In der anderen Welt. Hier ist ein Globo. Oh. Und brrr. Diesen Move haben wir nämlich im letzten Part erlernt. Ganz toll. Ja, wunderbar. Für den Jinjo. Grün. Au. Ich hab doch gewusst, dass irgendwo noch was war. Und dann haben wir hier noch. Warum sind hier bitte 3 Dinger, damit man hier den Move einsetzen kann oder was? Das hier ist wieder der Weg, wo wir eben waren. Was ist das denn? Das sind Tanperten! Aha. Da können wir uns also trennen. Was mache ich hier bitte? Und hier ist ein Haus. Ach ja, genau. Das können wir doch jetzt eigentlich auch schon machen. Da müssen wir uns. Schaltzentrale, genau. Da müssen wir uns nämlich eigentlich trennen. Und zwar mit. Banjo müssen wir nämlich hier auf diesen Lichtschalter hier gehen. Genau. Damit das Licht hier an ist. Und mit Kazooie müssen wir dann dorthin. Allerdings kann man das jetzt auch schon lösen, weil. Ich habe noch relativ gute Augen. Deshalb habe ich auch letztes Jahr eine Brille bekommen. aber ich, ja, das kann man eigentlich sehen. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Oh mein Gott, ich sehe gar nichts. Ich sehe da ja gar nichts. Aber man kann den Weg natürlich mit. Feuereiern erhellen. Oh oh. Nee, was machst du denn da? Ich sehe hier ja wirklich gar nichts. Oh oh. Mein Badge dreht auch immer die Kamera. Von selbst. Da sehe ich jetzt den Weg. Ich habe zumindest. Uiuiui. Nicht runterfallen. Schön vorsichtig sein. So, da dürfte ich ja jetzt nicht failen. Das Ding kann ich nämlich noch sehen. Oh oh. So, und jetzt schnell zurück. Das Puzzleteil sendet nämlich nicht. Ich springe einfach auf die Lampen. Weil da dran. Oh oh. Ich geh mal lieber zurück. Alter, ich sehe hier gar nichts. Wie komme ich hier wieder raus? Nein! Oh mein Gott! Nicht runterfallen, Banjo!
Ich sehe absolut nichts. Ich sehe. Komm, wir sollten uns hier jetzt nicht so lange aufhalten. Kann ich da irgendwo hinspringen? Nein, das will ich nicht. Ich sehe mich selbst nicht mal. Ach gut, da geht's raus. Alter, ich weiß nicht, ob das jetzt an der Helligkeit hier von meinem Bildschirm liegt oder ob das jetzt vom Spiel so gemacht ist. Aber, nun gut, hier müssen wir jetzt wenigstens nie wieder hin. Sollen wir uns jetzt noch direkt verwandeln? Ja, komm, dann verwandeln. Oder, nee, komm, wisst ihr was? Wir haben jetzt hier so schön so ein Schalterrätsel mit Licht gehabt. Können wir hier ja gerade weitermachen. Hier sieht man hier den Weg. Vielleicht, wenn ich aufstehe, nee. Okay, hier müssen wir einfach nur Feuer eher reinschießen, dann sehen wir den Weg. Das ist um einiges besser gemacht. Ja, ich hab doch dahin geschossen. Hä? Hä, schieß doch! Es fällt mir jetzt auf, dass das irgend so kleine Häuser sind. Hier kann ich alles noch sehen. Nee, kann ich nicht. Aktiviere das Ding da hinten lieber. Danke sehr. Ich bin sprachlos, Freunde. Keine Ahnung, ich kann nichts mehr sagen. Wieso braucht man hier eigentlich Licht? Aber na gut, wir machen es einfach mal. Und da hängt das Puzzleteil. Nein, nicht dran vorbeifliegen. Ey, Moment mal. Man kommt da hoch. Da kommt man hoch. Ich weiß es einfach. Na gut, dann halt nicht. Man hat aber früher auch immer gedacht, dass man da wirklich hochkommt. Aber nee, man kommt da einfach nicht hoch. Moment mal. Ja gut, das müsste ja jetzt eigentlich recht flott gehen. Moment mal, wo bin ich denn hier jetzt? Ich bin wieder hier. Das müsste ja jetzt eigentlich recht flott gehen mit der Verwandlung da nochmal hin. Das heißt, wir gehen einfach schnell. Verwandeln uns hier schnell. Wumpas Wigbam. Ja, wunderbar. Nein! Oh! Was machst du denn? Was war hier? Ey, wie blöd kann man denn sein? So. Ba, 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 ba. So, und jetzt da rein. Na komm schon, rein da. So, setz dich da hin. Bam, so. Geh da rein. Geh da rein. Und ein Schüttel. Der dritte. Und raus da. Schön. Raus kommst du natürlich sofort. Hast du Angst vor dem Gegner oder was? Früher bin ich da wirklich nie rausgekommen, denn der Gegner hat mich da immer zu Tode geprügelt. Heutzutage falle ich hier einfach runter. Ja. Dann verwandeln wir uns zurück. Und zwar diesmal nur einmal. Ey, das sah aus, als ob der da jetzt so einen Kipper reinmacht. Ist einfach von der Seite so reingegangen. So, ich warte, bis das Bild fällt. Seht ihr? Wenn ich jetzt einfach... Na gut. Deswegen. Vom Mumbus Schädel. Gehen wir dann jetzt hin. Dann, ja, haben wir an diesem Part hier so ein bisschen Schamanen-Action gemacht. Zuerst verwandeln lassen von Umba Wumba. Und,
Warum habe ich so wenig goldene Federn nur? So, wir haben das Globo, den Globo, die Globo, das Ding Globo. Hallo. Globo. Mumbo. Willkommen zurück, Bär und Vogel. Wir haben schon wieder ein Globo. Ah, wir sind zwar ein bisschen Gap, Mumbo Hilfe wollen. Mumbos Hilfe? Ja. Ja, wunderbar. Ich habe jetzt Mumbo Schamanen Schockstock. Gut. Es werfe in Mumbo Tasche. Bob. Hat er da eigentlich ein Nest als Hose? So ein Vogelnest, wie der in. Wie der eine Typ in Zelda Twilight Princess mit dem Vogelnest auf dem Kopf. Dass seine Haare darstellen sollen, aber naja. So, Mumbo, was kannst du denn hier machen? Eigentlich zwei Sachen, ne? Und zwar einmal beim Bahnhof. Was ist das denn? Warum ist das gelb? Mumbo ist nicht willkommen in Bumbas Wigwam. Ja, wunderbar. Ja, einmal hier kann er was machen. Genau hier. Was steht da eigentlich drauf? Ekopokum steht da drauf. Das heißt, ich kann pokern. Hoffen, das funktioniert. Levitation für Puzzlo Felsbrocken. Stimmt, da ist Puzzlo drauf. Wie in Donkey Kong 64 kann man das hier nämlich jetzt auch zerschreddern. Ja komm, bisschen schneller, Mumbo. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Okay, ich höre damit auf. Ihr habt ja bestimmt eh alles schon abgeschaltet. So wie immer. Gut. Schön. Hey! Tier ist einfach weg. Ich glaub's ja wohl nicht. Gut, und jetzt noch hier in der Nähe vom Bahnhof. Schau mal einen Schockstock! Und ich laber hier was von, ich habe keine Zeit, ist sehr schön. Ich messe einfach die Gegner um. Und nochmal einen. Hoffen, das funktioniert. Levitation für den Zug Schaffi. Okay. Ich muss in die Irrenanstalt. Mount Massive. Nee. Ich meine, in die Nervenheilanstalt. Natürlich, einfach so läuft er wieder, ne? Ey, da bin ich schon wieder verschwunden. Die Gartengeräte verfolgen mich. Hilfe. Ja, Freunde, dann war es das auch mal wieder von diesem Part. Banjo-Tooie, die Challenge für Pony-Schwaben. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Wenn nicht, dann nicht. Und wenn euch mein Kanal generell gefällt und ihr keine weiteren Challenge-Videos von Banjo-Tooie mehr verpassen wollt oder von Minecraft, sonst was, könnt ihr mich auch gerne kostenlos abonnieren. Kostet wirklich nichts. Ihr könnt auch Untertitel gerne einsetzen, wenn ihr wollt. Und, ja. Dann sehen wir uns halt das nächste Mal wieder, wenn wir dann im Schredderschuppen wieder sind. Also bis zum nächsten Mal und ciao.